Hey und willkommen zum Knitterface Spezial hier im Industrial Loft. Ihr habt gebaut, wir haben euch dazu aufgerufen, vor 2 Folgen in der Lama WG, dass ihr eine Wohnung bauen sollt für die Miss Knitterface. Und die Jasmin und ich, wir schauen uns das jetzt an, was ihr so gemacht habt. Hi Hallo. Jasmin. Hallöchen. ja, dafür müssen wir natürlich in die Galerie gehen, denn da habt ihr eure Läden hochgeladen. Mit dem Hashtag, ich muss ja mal einen Haken setzen, das ist irgendwie so ein Bug, Hashtag Knitterface. Und es ist ja wirklich der Wahnsinn wieder, wie viele da wieder mitgemacht haben, oder? Ne? Ja, ist echt, echt krass. Ihr seid sehr, sehr aktiv. Sehr schön. Ja, das ist ja, wir können die alle gar nicht zeigen, wenn wir morgen noch da sitzen. Also es sind wirklich, wirklich einige hundert Knitterface-Wohnungen hier entstanden. Das ist keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Wir gucken jetzt einfach uns so ein paar durch. Ich würde sagen, wir machen die einfach mal jetzt nach am beliebtesten, ne? Ja. Das ist der Leerraum natürlich. und hier, Old Loft von Jino. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, sorry. Und das platziere ich jetzt mal. Ah, nee, hier muss ich es. Kann ich das hier nicht platzieren? Achso, ich muss erst in den Baumodus gehen. Ich bin ja wieder ein Depp. Hier, Noob. So, jetzt in die Galerie. Und jetzt hier, Old Loft. Wow. Platziere ich jetzt gleich mal. Kann man hier jetzt auch drehen mit Punkt und Komma. Damit das passt hier alles. So. Liebes Spiel. Wow. Oh. Wow. Das sieht wirklich old aus. Ja, cool. Ja, das ist so eine richtige Knitterface-Wohnung, oder? Ja. Also ich als Oma würde mich da sehr wohlfühlen. Ja, das ist ja genial. Ja, das ist ja echt cool gemacht hier. Ja, wow. Schau dir mal das Schlafzimmer an hier in der Nische. Total coole Idee auch. Und dann mit diesen Stahlträgern was an die Arbeit als Raumtrenner quasi. Ne? Weil wir ja gesagt haben, macht keinen Raum, sonst... ne, könnt ihr das nicht am Stück hochladen? Sieht hier echt auch, cool aus. Ja, auch die Küche. Ich mach mal die Wände hoch. Ja, boah. Richtig, eine richtige Oma-Bude hier. Oma-Paradies. Oma-Paradies, ihr. Nadine. Echt gut. Ja, klasse. Ja, da guck ich mal weiter jetzt hier. Ja. Was haben wir denn noch? Wohnung Knautschgesicht von Noah Gabriel N. Oh, das ist ja modern hier. Gibt's das auch? Für die moderne Oma von heute. Ja, vielleicht ist die Knitterface so eine moderne auch. Ja, wow. Sieht aber auch gut aus. Ja, wirklich, ne? Auch die, ne? Hier ist die Küche beim einen und da ist das Schlafzimmer von jemand anderem, ne? Also ist echt cool auch. Schick, schick. Wow. Viele also Objekte gegen die hier. Wohnung hätte ich echt nichts. Ja, ne? Nur die Tür hier sehe ich gerade, die ist irgendwie mitten in der Wand drin. Vielleicht schieben wir die hier nach drüben noch. Vielleicht ist die noch von dem anderen jetzt gewesen, kann auch sein. Ja. Ja, cool. Viele, viele Objekte aus Küchen, also es war es auch. Coole Küchen. Mhm. Gehen wir mal weiter. Wir schauen uns noch ein paar an. Ja. Ja, hier, Pink Home. Von Luana Di Porto. Oh. So, auch hier wieder drehen. Ist richtig ein Barbie-Traumhaus für Frau Knitterface. Oh, wieso geht das nicht? Ich habe kein Geld, oder was? Kein Platz für die Objekte gefunden. Oh, das ist doof. Nicht genug Geld. Ich muss hier was umbuchen wieder. Wir haben ja hier ein Einzelhandelsgrundstück gemacht, weil die Panda zieht ein in den nächsten Folgen oder in der nächsten Folge. Und deswegen ist es jetzt hier zum Einzelhandelsgrundstück. Jetzt muss ich hier Haushaltsbudget 46.000 überweisen wir komplett. So. Das ist eine teure Wohnung, die du da gebaut hast. Pink Home. Frau Knitterface kann es sich ja leisten. Ja, die alte Vermieterin, das geht immer noch nicht. Nicht genug Geld. Das ist jetzt doof. Sorry. Wenn ich jetzt hier Motherload mache, geht das dann aufs Haushaltsbudget, ne? Ja. Ja. Kann ich es aber trotzdem umbuchen. So. Jetzt müsste aber reichen.
Jetzt Hoffen wir müsst es. ihr aber Ja. rein. 150.000 für eine Wohnung. Da kann man ein ganzes Haus bauen. Hast du hier ganz teure Gemälde verbaut? Nee, es geht immer noch nicht. Kein Platz. Kein Platz für dieses Objekt. Ja, ich bekomme das jetzt nicht hin. Es tut mir leid. Ich mache jetzt hier mal rückgängig, dass das wieder leer ist hier vielleicht. Vielleicht klappt es dann. Ja, vielleicht lag es daran. Mehr diese Technik. Ehrlich, damit kennen wir uns doch nicht aus. Nee, das geht echt nicht. Kein Platz für dieses Objekt gefunden. Kann ich Ah, nichts machen. komisch. Blöd. Blöd, blöd. Das ist das blöde Spiel. Wir gucken uns mal so an hier. Wow. Weiß Ein und Traum in rosa Pink. und bisschen blau hier im Wohnzimmer. Ist auch was. Hier Grandma's Loft hier von Josie Max. Oh, Josie Zimmer Max. platzieren. Das geht wieder. Ui, wow. Ja, die baut immer sehr schön. Die hat da für mich schon ein paar Ach, Sachen die gebaut. kennst du, okay, cool. Ja, die kenne ich sogar. Ja, klasse. Hier richtig schön das Schlafzimmer. Das Bad. Mit dem Vorhang hier auch total lustig. Gibt es die Ja. Fenster auch in Pinks? Wusste ich gar nicht. Ah Oh, voll ja, cool. romantisch. Was man immer wieder übersieht, ne? Ja, das Ja, stimmt. das würde auch in die Farm passen, dieses Wohnzimmer. Ja, schön, richtig schön. Voll urig. Ja, auch mit diesem Boden, mit diesem alten Boden da. Wow. Aha. Cool. Und dann nochmal so ein kleines Zimmer. Schön. Ich finde schön. Sehr, sehr gut. Gucken wir mal weiter. Knittelfels Wohnung hier, gucken wir mal so rein. Von Love Baby Linda. Wow. Richtig für die Knitterface hier gemacht. Und hier haben wir ein Apartment. Miss Knitterface Apartment. Es lohnt sich ja allein schon wegen den Titeln durchzugucken, ne? Ja. Hier haben wir Miss Knitterface Herzchen. Ernest vier Wände. Das finde ich gut, Ernest, wir wenden. Knitterface aka Umbridge. Umbridge, ne? Ist das Umbridge aus von Harry Harry Potter? Potter. Ja. Voll geil. Knitterface Modern hier, wow. Cool. Ja, auch die kann Geschmack haben, ne? Die alte Frau Oma Knilfels. Ernas Apartment von Tina 975. Und hier Miss Knitterface von Pipi Strello 111. Hallo. Dann haben wir hier Mrs. Knitterface. Ah, die ist verheiratet. Hier, schau mal, hier mit diesem Schriftzug Ja, sogar. das sind diese kleinen Lampen. Vanessa Momo hat das gemacht. Sehr kreativ. Ja, auch hier mit den Kisten und so, echt schön. Noch so ein Bierfass in der Bude. Ja, passt zu wo waren der. die jetzt? Hier. Die alte Seniorin. Das ist auch schön. Schön braun alles. Da können wir uns ja Schön gar nicht braun. entscheiden. Hashtag braun. Können wir uns ja gar nicht entscheiden hier. Was macht ihr denn mit uns? Hier sogar gelb, grün, rot, schön eingerichtet. Wow. Das ist echt schwierig, ne? Ja. Ernas Love 2.0. Hier mit Pflanzen. Ach, ist hier sogar ein Balkon draus geworden? Oder was ist das hier? Sieht so Das aus. ist ein kleiner Wintergarten. Dann, wo waren wir jetzt hier? Von Nastia 1003. Wow, ein Darkroom hier mit was? Und Insgeheim Darkroom. überwacht Miss Knitterface jedoch das ganze Haus in ihrem versteckten Büro. Das gucken wir uns an. Oh, Verstecktes das ist cool. Büro hier, die Spionin. Wussten wir Das es finde ich doch. geil. Hier, wo ist das Büro? Hier. Wow. Geil, Cool. richtig geil. Das ist eine richtig coole Idee hier mit den Ja. Bildschirmen überall. Voll die Schaltpult. Geheimagentin. Ja. Die überwacht ihre Mitbewohner, ihre Mieter. Ja. So rum. Auch Das ist sonst eine ganz gute Idee. schön. Ja. Müssen wir natürlich noch Also, die was werde Wände ich mitkommen? platzieren. Ja. Hier ist das geheime Bücherregal hier rein, ne? Ja, klasse. Gucken wir mal weiter, was hier noch so gibt. Sehr gut, sehr gut. So what? So what?
waren wir denn jetzt? Da. Wohnung, Knitterface. Ja, so mittel, ne? So schon Ja. modern, ja. So eine Standardwohnung, ne? Ja, aber schön Aber auch gemacht. schön. Sogar mit so einem kleinen Innenflur nochmal hier, das hatten wir auch noch nicht. Coole Idee. Dann, was haben wir hier? Eine Messi-Knitterface, eine, die alles sammelt, oder was? Ja, cool. Ist auch gut. Mit allerlei Deko-Zeug. Und hier, dieses Apartment. Das ist das Apartment von Miss Interface. Gefällt es euch? Ja, oder? Uns gefällt das. Gefällt uns, ja. Ja, mit diesen schönen Trennwänden hier auch. Und hier ein Traum in Blau. Oh, schön. Ja. Aber auch sehr viele unterschiedliche Sachen, ne? Also nicht, dass man jetzt sagt, das ist alles so ganz alt, ne? Ja, es ist total, total interessant auch, das anzuschauen, ne? Was es alles so gibt und Ja. was die Leute da draus machen, ist echt schön. Und hier, schau mal. Ein Minion. Ja, klasse. Oh. Na, und wie kommt die hier oben an die Schränke hin? Ja, das ist Das echt, so, weiß man nicht. echt schon so ein bisschen so ein Herrscherpalast irgendwie so. Sie ist ein großer Fan von den Minions, hat sie ein Lichtbild von einem Minion und weil sie es so gut fand, hat sie sich im Badezimmer Wassertropfen gemacht und in die Küche eine Hühnerkeule. Ah, das schauen wir uns auch nochmal an, was du hier an Lichtinstallationen gemacht hast. Auf dem Was für Ideen die Leute kommen, ist echt Ja, auf dem Trip bin cool. ich ja gerade auch mit diesen Lichtinstallationen. Ja. Liebes Spiel, platzierst du das noch hier? So, hier haben wir den Minion. Das sieht voll cool aus. Die Wassertropfen im Bad. Und wo ist die Oh Gott. Hühnerkeule? Hier. Wow. Ja, da müssen wir echt erstmal drauf Geil. kommen. Die Glitterface hat auch so ein bisschen den Schaden, ne? Und schau mal Ja. hier, dieses Regal hier, das haben wir gar nicht gesehen in der Vorschau. Das sind überall die Kekse oder was, wenn die Kinder kommen oder was ist das? Die Oder was? ganzen Keksdosen. Die Bunker, die hier oder wie? Wie bei Hänsel und Gretel verstreuen die immer Ja. die Kekse Ja. und lockt die Kinder in ihre Wohnung. Ja, klasse. Wir schauen mal weiter. Wir schauen mal weiter. Hier, von Emilia. Emilia. Wow, pompös hier. Passt aber auch, ne, zu Frau Knitterfest. Ein bisschen dieses Pink finde ich auch nicht schlecht. Von Franzi 1405. Wow. So, Sieht schon schon ein wieder. bisschen besser aus. Ja, und geht auch so in die Richtung Landhaus, muss ich sagen. Aber passt ja, ne? Wow, hier haben wir Ja. Miss Knitterfels Wohnung mit Grusel. Die schauen wir uns auch Wow. an. Von HHD 5. Bub 7. Horrorwohnung von Miss Knitterface. Passt irgendwie auch zu ihr. Die ist ja Ja. so gruselig. Haben wir schon wieder kein Geld mehr, das gibt es noch nicht. Wir werden alles wieder rückgängig machen. Das wird nämlich immer, glaube ich, alles ins Haushaltsinventar verschoben, wenn man hier Sachen überplatziert. Das weiß ich nicht. So, wo waren wir jetzt? Wo ist die Horrorwohnung? Hier, die Miss Knitterface Wohnung. Die Horrorwohnung. So, wow. Auch eine coole Idee aus aktuellem Anlass, ne? Ist halt Ja. irgendwie, passt Oh natürlich auch zu Gott. Miss Knitterface. Ja, ein bisschen wie so eine alte Hexe, ne? Ist sie ja auch. Ja, ist sie ja auch. So ein Spinnenzimmer, Spinnenbad. Und hier die einzigen Freunde, die Kürbisse. Ja, das werden wahrscheinlich auch ihre einzigen Freunde bleiben. Und den Bär hier zum Abreagieren, zum Einschlagen. Ja, gemacht. Ja, schön. Lass uns mal weiterschauen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Bellator 91. Hallo, Bellator 91. XO. Hallo. Schön. Auch die Mauern beibehalten, finde ich echt schön, ne? Hier die mehrfarbige Wohnung. Küche. Ja, mit Kaffeebecher, ZZZ zum Schlafen. Total cool. Ja, das ist echt cool. Also die Lampen sind echt gut zu gebrauchen, ne, für sowas.
Wir haben jetzt hier eine Gruft und die ist auch für die Kneter festgemacht worden. Das platzieren wir auch mal schnell, um uns das genauer anzugucken. Wie gesagt, wir können leider nicht alles genau angucken. Das ist, wenn wir ja hier den ganzen Abend hier sitzen, oder? Das ist echt Ja, der Wahnsinn. Aber leider. wir gucken alle uns durch. Also es ist richtig cool, was ihr da gemacht habt. Jetzt schaut euch das mal an. Das ist doch der Wahnsinn. Das hatten wir jetzt noch gar nicht. Auch mit diesen Fliesen. Es sieht so ein bisschen aus wie in Harry Potter, in diesem Bunkern da im Ministerium. Ja, stimmt. Ich komme dir Hier. mit Toren. Es ist genial, oder? Ne? Hier alles ein Traum in Schwarz. Ja, guck mal, dahinter ist auch noch so wie so ein Gefängnis. Wer Ja, weiß, wer Frau geil. Knitterfest, das war mal ein Mieter. Ja, genau. Erstmal da eingesperrt, weil der Dann seine Miete nicht gezahlt hier hat. der Aktenschrank und auch so ein Überwachungsding, ne? Ist das hier, oder? Mit so zwei Ja. Bildschirmen nochmal. Cool. Echt cool. Boah, hier so Arztbesteck. Ja. Boah, das ist aber irgendwie schon gruselig. Ja. Auch in diesem Steintisch. Ja. Wow. Und eine schwarz-weiße Küche. Ja, richtig coole Idee. Ja, richtig klasse. Also ich kann Ja. es nicht oft genug sagen. Das stimmt. So, die Gruft hatten wir. Dann haben wir inklusive Spionzimmer, haben wir auch nochmal ein Spionzimmer. Es ist ja der Wahnsinn. Cool. Und hier von Wiebke, Wiebke, Wieb haben wir ein Loft. Wow. Oma-Stil. Omas Schön, Stil. nee, richtig schön. Ja, gefällt mir auch gut. Und hier von irgendwelchen Buchstaben. Von irgendwelchen Buchstaben. Hat viel Arbeit, aber es hat auch riesig Spaß gemacht. Ja, cool. Ja, echt schön. Das ist die Hauptsache, dass ihr Spaß habt. Eben eine Idee für das Zimmer. Zimmer hunderte von Jahre alt. Mit rosa Lichtinstallation und Erna an der Wand. Knitterface war aber ein bisschen zu lang, um das an die Wand zu machen. Von Sims Krümelchen. Hier eine Wohnung für die Knitterface. Wow. Oh, hier haben wir noch eine von Urselia. Ja, wie die Einrichtung immer so unterschiedlich ist. Einmal ist das Wohnzimmer Ja. hier, einmal ist das Schlafzimmer hier, ist echt genial. Ja. Ne? Und Die auch haben vom Stil her, ne, ist auch was anderes. alle haben irgendwie die gleiche Vorgabe bekommen und trotzdem kommt immer so irgendwas anderes raus, aber auch total cool. Egge 168 hat das hier gemacht. Wow. Mit Auch wie Klavier, mit. viele auf wie viele auch auf die Idee gekommen sind mit dem Spionzimmer, ne? Das, ich wäre da gar nicht drauf gekommen. Das schauen wir uns auch an. Ich habe hier gerade so einen Zwerg entdeckt oder irgendwas. Muss noch mal schauen. Ja. Das Objekt nicht gefunden. Willst du mich verarschen? Du blödes Spiel, du. Manche Zimmer lassen sich nicht platzieren. Dann gehen wir mal weiter. Wo waren wir? Wo waren wir? Ja, Annas Loft. Das hatten wir doch schon. Gruselzimmer. Es sind so viele. Hier sogar mit Käfig, mit Scary Room. Wir scrollen jetzt hier einfach mal durch. Es tut uns echt leid, wirklich, dass wir nicht alle zeigen können. Aber es sind wirklich einige hundert. Das würde alles sprengen hier. Es ist wirklich der Wahnsinn. Schaut euch das mal an hier. Könnt ihr selbst euch reinklicken? Ist echt lustig auch. Schön, dass manche auch eine Beschreibung dazu gemacht haben. Ja, also mal lustig zu lesen dann, was die Leute sich dabei gedacht haben. Omi-Bude. Die Omi-Bude von Sabrina. Und cool. Es ist echt der Hammer, ne? Also auch wie viele da jetzt mitgemacht haben wieder. Ja, hätte Wow. ich auch nicht gedacht. Wow. Wir gucken mal, wir gucken mal nach Top aktuell und dann gehen wir mal ganz nach unten, wer denn einer von den ersten war, die da ein Zimmer eingerichtet haben. Das müsste ja ganz unten dann sein. So, genau, das ist der Lehrraum. Wer war als erstes? Hier, Egge, haben wir schon angeguckt.
Ja. Dann hier eine Wohnung von was weiß ich denn zwei. Was will ich denn? Ja, Gut. schön. Cool. Was haben wir hier von James? 7000007. Ja, auch mit diesen Trennwänden, total schön. Ja. Wohnung für die Alte. Von Florave, Sehr, Florave. sehr charmant. Hier ist die Wohnung für die alte Schrulle Grinz. Hashtag mir doch Ja. fest. Schön. Das ist mein dezenter Beitrag. Ja, schön. Auch mit so vielen Farben. Ist die so farbenverliebt. Arabella Joa hat hier eine Wohnung gemacht. Mit Grün auch. Grün habe ich ein bisschen vermisst. Ein paar Pflanzen hättet ihr noch reinstellen können, so allgemein mal gesagt. Miss Knitters Wohnung von Clio Aki. Knitterface Room 2.0. Cool. Ja, echt Lama cool. WG Oma Zimmer. Von Annemarie Mitsch. Und hier haben wir ja die Franzi 1405 hier das hier geschickt. Schön. Und eine unaufgemachte Knautschi. Knautschi, wie süß. Knitterface Wohnung von Alina Nas. Was ihr auch immer für einen Namen habt. Also, Jasmin. Wir brauchen jetzt Gut. eine Wohnung für die Knitterface und es fällt mir Ja, total ist schwer. sehr schwierig. Sehr, sehr Was schwierig. machen wir denn da? Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Da waren viele coole bei. Ja, es kann mich überhaupt keinen Überblick. Es ist. Es Also, ist so schwer. ja, das können wir nur falsch machen. Seid uns nicht böse. Ja. Das ist echt schwierig. Was machen wir denn? Sollen wir einfach die nehmen, die auch von der Community am beliebtesten, also am meisten Ja. heruntergeladen worden ist und geliked worden ist, oder? Würde ich sagen, ja. Dann ist das die Old Loft Old Loft. von den Chino. Das machen wir jetzt einfach. Tut uns Genau. leid. Und Ja, leider können wir nicht alle Wohnungen aufstellen, aber ja. trotzdem danke fürs Mitmachen. Jetzt kommt hier immer wieder, schon wieder Objekt nicht gefunden. Das ist doch Kacke hier. Was ist das? Blödes Spiel. So, auf ein neues. Aber die haben wir doch schon angeguckt, oder? Die hat man schon Die stehen, hatten wir doch schon drin sogar. Ja, perfekt. Yay. Das ist passt also auch. die Wohnung für die Miss Knitterface. So, dann vielen lieben Dank. Das war unser Special, Knitterface Speziale hier. ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Ja, kommentiert uns bitte, wie ihr das so fandet, jetzt, wie wir das gemacht haben. Wir freuen uns und dann, ja, viel Spaß bei der nächsten Folge. Lama WG, wieder mit uns. Yay! So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi!